Hier guckt der Kanzler sein Land von oben an. Hier guckt der Kanzler die Deutschen von oben an. Von oben herab sitzt er da, stolz wie Bolle auf dem Milchwagen. Und ein Journalist schreibt ernsthaft so etwas. Ob das Absicht ist, das weiß ich nicht. Von oben. Und das ist so bezeichnend für die Politik dieser Ampel. Von oben wird da angeguckt. Die Parteien, das vergessen viele, sollen an der Willensbildung der politischen, des Volkes einen Anteil haben. Sie sollen nicht bestimmen von oben, was so zu passieren hat. Und gestern noch habe ich einen Vlog verfasst über die Kriegspolitik dieses Herrn Olaf Scholz mit seinem Kriegstüchtigkeitsminister Pistorius und gesagt, naja, der hinkt Lichtjahre hinter den Entwicklungen zurück, aber nein. Noch am selben Tag fast hat dann offensichtlich der Befehlsempfang stattgefunden. Denn im nachfolgenden Interview, da sagt dann der Kanzler, ja, es müssen Friedensverhandlungen mit der Ukraine stattfinden. Auch mit Russland am Tisch diesmal. Sinngemäß. Denn bei der ersten Friedenskonferenz war einer der erbitterten Feinde neben der Ukraine, nämlich Russland, überhaupt nicht mit am Tisch. Und damit hätte sich eigentlich der Begriff Friedensverhandlung schon erledigt. Dann wäre das nämlich ein zweites Jalta gewesen, hätten diese Leute die Möglichkeit gehabt, Russland wirklich zu schlagen. Denn dann hätte man bestimmt, wie denn aufgeteilt wird, welche Gebietsabtretungen stattzufinden haben, ja, und wie man sonst die Beute unter sich aufteilt. Nein, jetzt ist es, ja, Russland muss auch mit dabei sein, meint ja auch der Präsident. Das ist dieser senile Herr in den Vereinigten Staaten von Amerika, der jetzt nur noch so als ja, Schaupuppe da noch rumregiert. Das hat er ja auch vorher getan. Denn wer meint, dass Joe Biden wirklich bestimmend war in der Politik, naja, kannst du ja weiter glauben. Und da sitzt dann nun der Kanzler im Helikopter und es soll eine Helikopter-View, wie man das im Management so nennt, also der große Überblick, vermittelt werden. Wie zwiespältig dieses Bild ist, war den Journalisten offensichtlich nicht so ganz klar. Denn von da ganz oben sieht die Welt aus wie eine Modelleisenbahn. Und so regieren sie auch, diese Ampel-Hampel in Berlin, als ob es sich bei der Welt und auch Deutschland dann natürlich um eine Landschaft einer Modelleisenbahn handelt. Da wird für diese Leute nichts mehr wirklich und real. Das ist nicht mehr richtig tastbar, fühlbar. Das ist sehr weit entfernt von ihrer Realität. Und das haben die Menschen erkannt. Und da werden die Menschen sauer. Denn so dumm sind sie nicht, die Menschen. In ihrer ganzen Politik haben diese Leute, die da auf ihr Land herabgucken, vergessen, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Sie sind halt nicht Gutsherren, auch wenn man oft meint, es mit solchen zu tun zu haben, mit so einer Nancy Faeser und ihrem Verfassungsschutzpräsidenten. Und gestern habe ich ein Interview gesehen mit Herrn Steinhöfel, einem ausgezeichneten Juristen, der sagt ja über Leute wie Frau Faeser,
kann man ja nur noch lachen. Die kann man überhaupt nicht mehr ernst nehmen, genauso wenig wie den Herrn Haldenwang. Ich weiß schon, was Steinhöfel meint, aber ich bin mit ihm nicht so ganz einer Meinung. Ja, man muss sie schon ernst nehmen, denn sie haben die Macht der Bajonette, um das mal ganz brutal auszudrücken. Und sie werden jeden jagen, der ihnen widersprechen will. Während man früher nicht nur das Gefühl hatte, es war so, dass Leute in solchen Machtpositionen diese Macht, die man ihnen kurzfristig in die Hand gibt, auch das wird vergessen, dass sie diese auch mit Vorsicht und Überlegung benutzen, diesen Eindruck haben die Menschen eben nicht mehr. Da wird eingeprügelt auf die Alternative für Deutschland, die Partei des Grundgesetzes. Denn das ist eine Partei, die das Grundgesetz und alle anderen Gesetze, die relevant sind für politische Tätigkeit und unser Miteinander, sehr ernst nimmt. Und es gelingt eben diesem Olaf Scholz und seinen Genossen nicht mehr, den Leuten zu vermitteln, dass das Gegenteil der Fall sei. Diese hohlen Phrasen und Propaganda Granaten verfangen halt nicht mehr. Sie schlagen nicht mehr dort ein, wo sie sollen. Und die Menschen haben in Brandenburg und in Sachsen bewiesen, dass sie eben genau wissen, was hier passiert. Von oben herab, das ist jetzt unter Scholz zu lange passiert und auch unter Angela Merkel, die diese Situation hauptsächlich mit zu verantworten hat. Die Ampel führt nur das weiter, was sie begonnen hat, mit Absicht oder zufällig. Das sollen Historiker entscheiden. Ich werde das heute weder können, noch werde ich das tun. Aber es ist schon eine ernste Situation, in der sich diese Welt befindet. Und da denkst du manchmal, kann das überhaupt noch repariert werden? Naja, es bleibt zu hoffen, dass der Kanzler von oben herab auch wieder gelandet ist, aber offensichtlich war das der Fall, denn er kann dann ja noch Interviews geben. Ich hoffe, dass diese Ampel so schnell wie möglich beendet werden kann und wünsche euch damit einen schönen Anfang eurer Arbeitswoche. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Das heißt, Und es das gibt ist wichtig. Friedensgespräche? Es ist wichtig, Nochmal eine dass wir da Friedenskonferenz? vorankommen. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.